Frau von Storch, jeder sieht, was für ein Chaos im Moment entsteht, wenn ein Mitgliedstaat die EU verlassen will und es überhaupt nicht hinkriegt, wie das Ganze denn vonstatten gehen sollte. Zeigt das nicht, dass nur die EU und möglicherweise sogar mehr EU für Stabilität in Europa sorgen kann? Ich finde die Debatte prima und ich finde auch das toll, was Herr Lindner gerade gesagt hat, weil es so deutlich macht, dass wir in Deutschland, auch in Deutschland, auch in den anderen Staaten, aber eben auch in Deutschland, alle Parteien, bis auf eine, alle, die mehr EU wollen. Die Lösung ist mehr EU. Ausscheiden aus der EU darf man nicht und kann nicht klappen, wird schlecht geredet. Mehr EU ist die Lösung und die AfD ist die einzige Partei, die sagt, wir wollen weniger EU. Wir wollen nationale Interessen vertreten, wir wollen weniger Souveränitätsrechte auf die Ebene heben, wir wollen im Gegenteil Souveränitätsrechte zurückbekommen und wir wollen eben nicht mit neuen Behörden und so weiter die Harmonisierung, wie es dann so schön heißt, vorantreiben. Sind Sie nicht für europäischen Grenzschutz? Wir haben europäischen Grenzschutz schon, aber wir sind genau an dieser Stelle der Meinung, dass das nicht funktioniert. Was wir jetzt im Moment gerade sehen, ist, dass es funktioniert, wenn ein Staat national handelt. Die Italiener haben jetzt gehandelt und haben die Grenzen quasi dicht gemacht, 95% weniger Migranten nach Italien. Das ist kein Blabla auf europäischer Ebene gewesen, sondern hat sich Salvini hingestellt und hat die Schiffe nicht mehr anlanden lassen. Da wird national gehandelt, im nationalen Interesse. Auf Kosten der Menschen. Funktioniert. Das finden Sie gut? Das ist eine Rechtsfrage. Ist im Zweifel auch eine Lebensfrage. Die Frage des Grenzschutzes, ob wir die nur national durchführen oder europäisch durchführen, bleibt dann am Ende Grenzschutz. Und da sind wir schon der Meinung, ich glaube, diese Frage, das ist ein anderes großes Thema. Wir sind der klaren Meinung, dass wir das Signal in die Welt senden müssen. Es können nicht alle kommen. Wir wollen helfen, aber wir können nicht in die Welt das Signal senden, jeder, der hier ankommt, kommt durch. Das geht auf gar keinen Fall. Würde ich mir gerne mal mit Ihnen gemeinsam anschauen, weil das in der Tat ist nicht zwingend logisch, wie Sie antreten. Sie versuchen meiner Wahrnehmung nach einen ganz besonderen Kunstgriff. Sie könnten sich den Dexit vorstellen. So schreiben Sie es zumindest im Europawahlprogramm vom 14. Januar. Also, dass Deutschland aus der EU austreten würde, dass die EU geordnet aufgelöst würde. Und Sie kandidieren in der Tat, Herr Lindner hat es angesprochen, für ein Parlament, das Sie abschaffen wollen. Ist das jetzt mal tatsächlich, weil darüber diskutieren wir heute, Ihr konstruktiver Beitrag zur Rettung der europäischen Idee, von der Sie immer behaupten, dass Sie von der wahnsinnig viel hielten? Also, wir möchten nicht, dass einem europäischen Parlament, im EU-Parlament, so viele Entscheidungen für unser Land getroffen werden. Solange dort Entscheidungen getroffen werden, nehmen wir natürlich daran teil. Und wir haben gesagt, wir wollen grundlegende Reformen an den Institutionen der Europäischen Union. Und als letztes Mittel mag dann der Dexit stehen. Als letztes Mittel, wenn wir es nicht schaffen, diese Europäische Union zu reformieren. Und wir sagen auch, dass wir die Strukturen so herstellen wollen, dass das Verständnis für die Demokratie wieder hergestellt wird. Das ist das, was wir, kritisieren. Darf ich zusammenfassen nochmal? Während Emmanuel Macron behauptet, er wolle den Neubeginn für Europa, wünschen Sie die Zerstörung? Nein, ganz im Gegenteil. Und Emmanuel Macron macht eins. Er ist ein Loser in seinem eigenen Land und versucht sich jetzt als europäischer Gewinner zu generieren. Er hat 9% Arbeitslosigkeit im eigenen Land, doppelt so viel, wie die Briten es haben. Er hat 20% Jugendarbeitslosigkeit, 100% Staatsverschuldung. Und er kommt jetzt an und meint, europäische Visionen zu entwickeln. Und seine Antwort auf die Kritik an der Europäischen Union ist mehr Europäische Union, mehr Bürokratie, mehr Behörden. Das haben Sie gesagt. Und das lehnen wir in aller Klarheit ab. Wir sagen, wir wollen nationale Souveränitätsrechte zurück auf die nationale Ebene. Aber diese Theoretisiererei bringt doch niemandem irgendwas, mit mehr oder weniger Europa zu argumentieren. Das ist eben der Unterschied zwischen uns und allen anderen Parteien. Wir wollen mehr nationale Souveränitätsrechte wieder zurück.